versuche mal anzufangen. Erstmal, glaube ich, muss man sagen, mit Feststellung auf die Überschrift, die Sie heute für die Veranstaltung gewählt haben, man muss, glaube ich, immer wieder betonen, dass die Ukraine einer der wenigen Staaten ist, die einen friedlichen Machtübergang hinbekommen hat, wo die Bürgerinnen und Bürger eine tatsächliche Wahl gehabt haben. Das ist etwas, was man, glaube ich, nicht kleinreden darf. Und das ist auch etwas, wenn wir gerade mit Blick auf Regionalwahlen, die in Nachbarstaaten stattgefunden haben, etwas wirklich, was zeigt, dass diese Demokratie in der Ukraine gefestigt ist. Und das muss man immer wieder auch betonen. Und dass gerade in der Ukraine eine sehr aktive, lebendige Zivilgesellschaft gerade diesen Kampf für mehr Rechtsstaatlichkeit und gegen Korruption, was viele unzufrieden macht, was viele auch dazu führt, sich politisch zu engagieren, das wirklich einer der entscheidenden Themen ist, wo wir übrigens auch als Bundesrepublik an vielen Stellen eng auch mit der ukrainischen Seite unterstützend zusammenarbeiten. Natürlich ist es jetzt nach der Wahl in der Werchowna Rada für uns natürlich jetzt mal als Blick des Parlamentariers schon eine Herausforderung, wenn 80% der Kolleginnen und Kollegen neu sind, weil natürlich viele die Kontakte, die man aufgebaut hat, jetzt nicht mehr da sind. Man muss auch diese Kontakte erst jetzt wieder neu aufbauen. Darum finde ich es sehr gut, dass wir das heute auch hier die Möglichkeit haben. Wir machen das übrigens auch mit innovativen Ideen. Also Herr Botschafter und ich, wir versuchen, dass der FC Bundestag gegen die Mannschaft der Werchowna Rada ein Rückspiel macht. Wir haben schon mal gegeneinander gespielt. Das war im Ergebnis? Ja, lassen wir das mal an der Seite. Das war nicht ganz so erfolgreich. Aber wenn das ist eine Möglichkeit, schnell viele Kollegen und Kollegen des Bundestags und der Werchowna Rada zusammenzubringen. Also das kann wirklich etwas sein, was wir jetzt auch versuchen. Nein, und dann kann man wirklich sagen, das, was auch in der Werchowna Rada jetzt an Tempo aufgelegt wird. С вашего позволения я бы добавил, чтобы провести этот футбольный матч, вам сначала нужно будет выборы новые сделать, чтобы молодая команда прошла к вам в парламент. Wir brauchen ein paar neue Spieler. Sie meinen, wir brauchen ein paar neue Spieler in der Bundesliga. Das kann ich nur unterstreichen. Also, wir gehen motiviert in das möglicherweise bevorstehende Rückspiel rein. Schlimmer als das Hinspiel kann es nach dem Ergebnis nicht werden für uns. Das will ich auch mal erwähnen. Also nein, an dem Punkt, ich glaube, das ist natürlich schon jetzt zu sehen, wie gerade jetzt Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht werden. Manches Tempo der Gesetzgebungsverfahren, wenn ich das vergleiche, wie wir doch im Bundestag eine erste Lesung machen, eine Anhörung machen, zweite, dritte Lesung machen, das geht schon etwas schneller an dem einen oder anderen Punkt. Da wird durchaus auch kritisch jetzt von der Zivilgesellschaft angemerkt, das muss man auch sagen, dass es vielleicht manchmal zu schnell geht, wenn ein Gesetzgebungsverfahren innerhalb von 24 Stunden abgeschlossen wird. Das wäre jetzt bei uns im Bundestag so nicht denkbar, auch aus guten Gründen so nicht denkbar. Aber ich glaube, hier findet sich wirklich was und hier sind Reformbemühungen wirklich auch erkennbar. Mit Blick auf die Situation in der Ostukraine, da muss man erstmal einmal, und das möchte ich mal wirklich machen, wirklich der OSZE auch mal einen Dank sagen für die tägliche Arbeit, die da geleistet wird. Die ist nicht einfach, die zieht auch Belastungen nach sich, aber das ist für unsere Arbeit jedenfalls wichtig, diese Dokumentation auch zu haben, zu wissen, was vor sich geht. Und wir sind sehr engagiert momentan dabei, im Normandie-Format auf der Arbeitsebene gemeinsam mit Frankreich hier eine Wiederbelebung zu machen, auch mit dem ukrainischen Präsidenten, ein Normandie-Format auch mittelfristig perspektivisch jetzt in diesem Jahr auch hinzubekommen, letztendlich auf höchster Ebene, möglicherweise mit einem vorgeschalteten Treffen der Außenminister. Aber wir sind dabei, hier letztendlich voranzukommen, weil das Entscheidende ist, und das ist gerade auch angesprochen worden, diese Nicht-Einhaltung des Waffenstillstands, den wir lange erlebt haben, diese immerwährenden Verletzungen, das betrifft wirklich die Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Es ist nicht, wie wir oft hören, im post-sowjetischen Raum ein Frozen-Konflikt, es ist ein Hot-Konflikt, wo immer noch Menschen sterben, Menschen verletzt werden und darum muss uns wirklich daran gelegen sein, in diesem Minsker Prozess letztendlich voranzukommen. Da gibt es Gespräche im Kleinen, wo es manchmal stockt, die Interpretation der Steinmeier-Formel und andere Fragen, wo wir aber trotzdem versuchen, auch voranzukommen in intensiven Gesprächen. Wir als Bundesrepublik versuchen das sehr engagiert. Wir versuchen jetzt auch nochmal zusätzlich durch eine Stelle und einen zusätzlichen Beauftragten auch die Gastransitverhandlungen, die stattfinden unter dem Dach der Europäischen Kommission, auch nochmal flankierend zu unterstützen und auch voranzubringen. Von daher tun wir eine Menge, weil das zeigt sich ja auch. Und ich bin heute Morgen auf eine Studie oder eine Langzeitbefragung des Zeus gestoßen, wo ja immer gefragt wird, wie die Menschen in den besetzten Gebieten eigentlich das wahrnehmen und so. Und gerade diese Fragen, manchmal diese kleinteiligen Fragen, die Auszahlung von Pensionszahlungen und Ähnliches, die das alltägliche Leben betreffen, ich glaube, da müssen wir vorankommen, damit es nicht zu einer Entfremdung führt, die manchmal auch durchaus feststellbar ist. Und da ist uns wirklich dran gelegen, auch diesen Alltag der Menschen da erstmal durch den permanenten Waffenstillstand auch voranzubringen. Und da stehen wir eng an der Ukraine auch immer
und das sagen wir auch immer der russischen Seite sehr deutlich, unter Achtung der territorialen Integrität, da haben wir mit der russischen Seite ernste Differenzen an diesem Punkt und von daher glaube ich, wir tun eine Menge, um voranzukommen. Der Turbo ist aber nicht immer das Gute, manchmal ist auch gut, man verhandelt ruhig, sachlich, pragmatisch, schläft manchmal eine Nacht drüber, wenn dann das richtige Ergebnis rauskommt. Ich will es mal so sagen, das, was gerade im wirtschaftspolitischen Bereich vorangebracht wird, auch mit der Einrichtung einer Außenhandelskammer in Kiew, die vorangebracht worden ist, da ist sicherlich noch Luft nach oben, das muss man sagen. Aber wir müssen auch ganz klar und deutlich sagen, Investitionsentscheidungen deutscher Unternehmen, die vielleicht auch noch nicht so viel Erfahrung im Geschäft in Osteuropa, in der Ukraine haben, da kommen immer zwei klare Punkte zum Tragen. Und das ist Rechtsstaatlichkeit, Investitionssicherheit. Und wenn wir an vielen Stellen erleben, dass teilweise nicht durch die politische Administration in der Hauptstadt, durch die Regierung Zelensky jetzt, sondern oftmals durch nachgelagerte Behörden, auch in einigen Oblasten, Distrikten, auch in einigen Städten, teilweise ja schikanierende Steuerprüfungen stattfinden, teilweise Betriebe auch von heute auf morgen durch gewisse Prüfungen auch lahmgelegt werden können. Das sorgt nicht dafür, dass das Investitionsklima so wäre, wie wir uns es wünschen. Und das ist genau der Punkt, den Sie gerade angesprochen haben. Da bedarf es engagierter Reformen auch innerhalb der Ukraine. Nichtsdestotrotz haben wir eine durchaus positive Entwicklung in den letzten Jahren gehabt. Und die Ukraine, das muss man ja auch sagen, hat ja auch schon viele Reformen auch vorangebracht. Viele Reformen auch in Rücksprache mit den internationalen Organisationen vorangebracht. Aber es ist sicherlich noch möglich. Aber ein Investitionsklima braucht immer eine verlässliche Rechtsstaatlichkeit, keine ausufernde Korruption, wie wir das an einigen Stellen leider immer sehen. Von daher muss man hier auch sicherlich innerukrainisch auch noch einiges voranbringen. Aber das Interesse Deutschlands ist zweifelsohne groß. Wir schauen zum Beispiel jetzt mit Interesse durchaus dran, wie die Reformen im Landwirtschaftssektor vorangebracht wurden. Hier ist einiges angekündigt, wie sicherlich auch hier gerade durch die deutsche Agrarindustrie, jetzt nicht nur Klaas Mähdrescher, was immer so das eine Beispiel ist, wo man sicherlich aktiv ist, auch hier noch mehr machen kann. Von daher begleiten wir das, wir unterstützen das. Wir versuchen auch dieses Investitionsklima zu verbessern, aber es sind auch noch einige Hausaufgaben hier in der Ukraine zu machen.